Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marvel Battlelines mit mir, dem Herrn gleich. Ich hole mir jetzt erstmal meine Belohnungen, ja? So, da gibt es wieder Gold. Und dann gibt es hier diese wöchentliche Belohnung. So. Dann gehen wir mal hier rein. Gucken wir erstmal im Ereignisportal, was es da so gibt. Level 30, Level Up, Shield-Programm. Dann geht denn das hier noch? Endet am 8.11. 7 verbleibende Tage. Gut. So, dann gucken wir mal hier unten in den aktuellen Shop rein. Was gibt's da? Und Produktabfrage fehlgeschlagen. Okay. So, was haben wir hier? Spezialkarten. Angebot. 5 von 5 Gratisversuche. Oh, machen wir doch einfach mal, oder? Ein Angebot, bei dem Spieler vor dem Kauf eine Vorschau der Karten sehen können. Die Vorschaukarten können durch eine Neuziehung geändert werden. 5 gratis Neuziehungen und 10 Gold Erneuerungschancen pro Tag. Enthält eine seltene Karte und 4 ungewöhnliche Karten. Dieser Artikel kann nur einmal am Tag gekauft werden. Ja. Was ist da jetzt passiert? Habe ich die jetzt bekommen, oder was? Was? Erhalten. Geht nicht. Erhalten. Okay. Was haben wir denn hier überhaupt? Rufe den Charakter herbei und füge einem Feind in der Nähe durch Sichelhiebe 110 Schaden zu. Oh. Die haben wir schon, die haben wir auch schon. Hier den Kobold haben wir auch schon und den Ravenger-Anführer brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hier haben wir ein Einzelkartenpaket, 3 Stück kann ich aufmachen. Gucken wir mal da rein, was kommt hierbei raus? Hydra-Kampftruppe. 400 Gold. Ja. Gold. Ja, dann gehen wir doch einfach mal jetzt hier in in die Startseite. Und dann machen wir hier mal den Kampagnenmodus weiter. Avengers Tower Stage 4 bis 7 werde ich jetzt mal durchziehen und dann gucken wir mal, was passiert. So. Also, auf los geht's los. Also, Thor, das zwischen dir und Enchantress. Ist das so eine Art Beziehungsstreit? Respekt. Sie ist ein Hingucker. Eifersucht und Machtgier treiben sie in den Wahnsinn. Das ist alles. Okay. Und da haben wir sie auch schon. Und dann gucken wir mal, dass wir das Ding hier gegen die holen. Ja, jetzt mache ich natürlich... Den Fehler mache ich jetzt gerade nicht, weil ich... Oh. Was ist denn jetzt passiert? Mehr Ameisen zum Zerquetschen? Ja toll, jetzt lohnt sich der ja gar nicht mehr. Shitty. Ja, ist ja gut. Komm, hier. Ich erhebe die Bloodex auf deinen... Keine Ahnung. So, also. Ah, jetzt sind die alle weg. Okay, jeder Splitter enthält die Kraft und Essenz eines lebenden Wesens. Gibt es auch einen von mir? Mann, alles dreht sich um sie. Solche kenne ich. Der Stab von Watum ist nur ein Spielzeug im Vergleich zu dieser Macht. Ich werde dazulernen und dann sehen wir uns wieder. Ja, jetzt sehen wir uns gleich hier wieder. Ich werde jetzt hier nämlich erstmal den da spielen. Und dann gucken wir mal. Da geht der nächste hin. So, jetzt wird er den da unten reinsetzen, ganz klar. Oh nein, er macht's anders. Okay. Das war vertikale Linie, genau. Vertikale Linie. Dann setze ich den mal hier hin.
So versuchst du das. Für 59 Gebrauch in diesem. Okay. So, wenn ich die hier setze. Ne, 100 Angriff. 100 Angriff. Ich muss den da auf jeden Fall loswerden. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde jetzt mal hier die dazwischen flatschen. Und block jetzt erst einmal diese Linie. Und jetzt kriegen die zwei erstmal den Frack voll. Und ich werde deinen Ruf folgen, Herrin. Ich werde für dich kämpfen. So, was macht denn jetzt schon wieder? Alter Vater. Mensch, er scheint nie langsamer zu werden. Kann ich mir davon eine Scheibe abschneiden? Er wird definitiv langsamer, aber gefährlich ist er trotzdem. So, okay. Ja, am sinnvollsten ist es dann halt wirklich, er wird den dann dahin spielen. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich kann natürlich auch das hier tun. Ne, es macht wenig Sinn. Ne, ich mache das hier erstmal. Ich will diese zwei haben. Definitiv. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Super. So. Jetzt rufe den Charakter herbei. Und füge einem den geringsten HP 160 bis 180 Schaden zu. Das wäre dann der da oben. Dann ist der schon mal tatsächlich weg. Ich kann aber auch hier die 950 erstmal ballern. Aber ja, dann wäre er auch weg. Ist eigentlich relativ Jacke wie Hose. Ich mache erstmal das hier. Der ist ja sowieso, der fliegt jetzt weg da oben. Bam. Dann habe ich die Dreierlane noch mit zusammen. Und hab die jetzt schon fast komplett down. Jetzt gehe ich an den Kobold. Gucken, mit was er da jetzt angeschissen kommt. Ja, das ist natürlich für mich optimal. Weil jetzt kann ich es gerade nochmal spielen. Na, jetzt komme ich mit dem Kobold. Und spiele dasselbe Ding gerade nochmal. Hab jetzt nochmal eine Dreier-Lane zusammen. Warum ist der jetzt da? Was ist jetzt passiert? Warum ist denn der da weggegangen? So richtig verstanden habe ich das jetzt gerade nicht. Aber gut. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall mal hier die drei Steinchen. Dann gucken wir mal, Dunkelelf-Anführer, okay. Jetzt wird der erstmal weggeballert da. Der Dunkelelf-Anführer. Und dann setze ich direkt hinterher den da und dann ist das Thema erledigt. So, ich würde mal sagen, das war's, mein Freund. Das war's. Besiege Enchantress. So. Wenn wir Amora nicht verfolgen, wird sie ihren Plan weiterverfolgen, den Stab von Vatoomb zurückzuholen. Wir müssen die Götter befragen, wie wir am besten weiter vorgehen. Wir können nicht Hela verfolgen und auch noch nach Asgard gehen. Es gilt, eine Wahl zu treffen. Was soll es sein? Ich sage, wir folgen Thor, reisen nach Asgard, kommen schnell wieder zurück. Wir lassen den Stab unter Bewachung zurück. Muss das sein? Was soll irgendwer damit anfangen? Machen wir uns auf den Weg und kehren wieder zurück, bevor wir es herausfinden. Nicht bevor wir Verstärkung haben, die den Stab bewacht. Ich mache einen Anruf. So, das haben wir geschafft. Das ging relativ simpel. Zum nächsten Level. Holen wir uns jetzt auch. Weiter geht's. Dieser Stab ist ziemlich begehrt.
Oder vielleicht wollen sich alle nur meine luxuriöse Behausung ansehen? Während wir herumtrödeln, ist Asgard in Gefahr. Ich weiß, ich verstehe, aber wir müssen aushalten, bis Verstärkung kommt. Oh, Auszeit, eine neue Welle von Untoten rollt heran. So, du bist dran. Ja, dann müssen wir. Ja, das ist natürlich. In solchen Kämpfen wünsche ich mir, Cap wäre hier. Ja, ich auch. Aber wir werden ihn finden. Und da ist er auch schon. Kommen wir zu spät? War Machine. Sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Falcon! Oje, ich hoffe, ihr hattet es nicht eilig. So, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus hier. Und wir werden jetzt gleich hier oben als allererstes mal den Charakter herbei. Und machen wir doch auch gleich das noch. Bam. Da wird noch irgendeiner jetzt hier weggeballert. So. Nice. Jetzt setzt er den da unten hin. Kann ich mit leben. Ich werde jetzt hier Gwen. Das ist echt eine gute Frage, ne? Ich mach den da. Dann hätte ich diese Auswahl hier zumindest und würde ein klein wenig schon mal blocken. Müsste eigentlich jetzt auch Schaden verursachen. So. Jetzt kann ich noch ein bisschen gemeiner werden und hole mir hier schon gleich zwei Optionen, die das Spiel entscheiden können. So, entweder das dort oder das hier quer rüber, ne? Schauen wir mal, was er macht. Er setzt den natürlich dorthin. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel. 780, das würde reichen. 780 reicht voll und ganz. 220 hätte die andere. Was haben wir dann? Dann haben wir sogar 810. Dann machen wir doch das hier mal mit den 810 erstmal. So. Dann gucken wir mal, was passiert. Bam, bam. Und er haut den letzten weg und dann sind wir da schon durch. Ja, Mann. Sah doch alles ganz gut aus. Wie lautet der Plan? Ganz einfach. Wir gehen nach Asgard, um eine unsterbliche Zauberin zu jagen. In der Zwischenzeit hindert ihr Hela und andere finstere Mächte daran, sich am Stab von Vatum zu schaffen zu machen. Der Stab von was? Wer ist Hela? Frag Strange. Falls er jemals auftaucht. Sei kein Spielverderber, Clint. Hör zu, wir müssen weiter. So, das Ding haben wir jetzt auch geschafft. Den will ich gar nicht in meinem Deck haben. Deswegen machen wir gleich weiter mit dem nächsten Level. Wie sollen wir denn nach Asgard kommen? Nicht durch das Portal. So viel steht fest. Sie kommen immer noch durch. Dann werden wir den Bifrost benutzen. Und wie machen wir das? Mjölnir ist mehr als nur ein Hammer, Wasp. Solange man damit Dinge schlagen kann, da kommt nämlich noch ein Haufen Dämonen, der Schläge braucht. Jo. Die hauen wir jetzt auch mal schnell weg. Dunkelelf-Zauberer. So, ich bin dran. Geht ruhig nach Asgard. Ach, ich würde dir noch nicht den ganzen Spaß überlassen. So, also. Gut, jetzt kommen die alle da wieder rein wahrscheinlich. Müssen wir mal schauen, was passiert. Nee. Also kann ich ganz normal anfangen. Nein, was habe ich denn? Oh mein Gott, ich habe es daneben gesetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ihn daneben gesetzt. Oh mein Gott, ich habe ihn daneben gesetzt.
Das tut richtig weh jetzt. Na gut, machen wir es so, dann kriege ich den einen ja trotzdem noch. Och, und ausgerechnet dort kommt jetzt der eine hin. Ich werde bekloppt, ey, nicht wahr? Hä? Er hatte nur 800. Das wären 770. Das wären 760. Und das ist natürlich dann... Ich werde hier einen wegballern. Und dann kann ich hier trotzdem jetzt die 760 durchstarten lassen. Das war jetzt blöd. Ich hätte den anderen benutzen müssen. Okay, ist egal. Ist egal. Sieht alles gut aus. Sieht alles noch gut aus. So. Alles im grünen Bereich. Was hat er denn da jetzt gemacht? Ja, das, da bin ich doch eigentlich ganz beruhigt, oder? Wir machen jetzt mal Folgendes erstmal. Ich könnte natürlich... Das bringt aber jetzt gerade nichts, weil die... ich hole mir jetzt erstmal die da. So. Jetzt werden die wieder am Start. Jetzt wird da angegriffen. Jetzt kann ich aber hier doch die Dreierlane machen. Kriegst du überhaupt irgendwas mit, Kollege? Ich mache jetzt 740. Das reicht ja voll und ganz. Der wird weggeballert. 740. Ich verfehle nie mein Ziel. Und damit haben wir den schon mal weg. Geht ja relativ simpel und einfach hier. So, fort ist er. Es kommen einfach immer mehr. Ich wünschte nur, wir wüssten, wo Dr. Strange ist. Das spielt keine Rolle. Wir werden den Bifrost überqueren und mit den Antworten, die wir suchen, zurückkommen. Hat irgendwo ein Begrüßungskomitee erwartet? Destroyer. So. Der Destroyer. Schließt das Portal. Zu spät. Er ist durch. So, mal hier rein. Success. Und jetzt geht's auf zum nächsten Level. Das ist das letzte jetzt hier gegen den Destroyer. Dann haben wir diese Stage geschafft. Der Destroyer. Nicht gerade subtil, oder? Er ist mit undurchdringlicher Magie verzaubert und soll eine unbesiegbare Waffe zur Verteidigung Asgards sein. Sieht nicht unbedingt aus, als würde er sich gerade verteidigen, wenn du verstehst. Ich fürchte, Enchantress hat ihm eine neue Mission gegeben. So. Was gibt's da? Die habe ich doch schon. Black Widow. Oder? Black Widow habe ich doch. Habe ich die nicht? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ich bin dran. Also mit unbesiegbar meinst du nicht wirklich unbesiegbar, oder? Wir werden es herausfinden. Weil ich nicht sicher bin, ob ich es mit etwas aufnehmen kann, das unbesiegbar ist. Ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. Okay, gucken wir mal. Ob wir eine Wahl haben? Ich glaube es auch nicht. Das Gute darin, ich habe diesmal die Möglichkeit, gleich zwei Karten auf einmal zu spielen. Besiege den Destroyer. Kampagne 2-7. So. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich könnte jetzt hier tatsächlich einmal den da wegballern. Und dann die gleich hinterher setzen. Aber dann habe ich tatsächlich in der nächsten Runde schlechte Karten. Ich mache es jetzt erstmal so. Ich hätte es machen können, aber ich mache es jetzt erstmal so. Ich bekomme sowieso jetzt... Ah, das ist gut. So, den hat er jetzt da gesetzt. Oh. Das war natürlich jetzt bitter gewesen. Das war jetzt wirklich bitter. Ich kann es ehrlich sagen. Ärgert mich jetzt schon ein klein wenig.
So, dann hole ich mir mal. Dann muss er den setzen, dann kann ich den setzen. Das ist nicht gut. Ich mache es andersherum. Ich mache es erstmal so rum. Jetzt muss er den setzen. Er setzt den da, okay. Und lässt den tatsächlich da oben frei. Okay. Oder aber den. Ah, das lohnt sich aber noch nicht so wirklich. Wie viel Schaden mache ich denn dann da? 870. Was passiert hier? Das wären sogar 910. Komm, dann spielen wir doch den da. Die zwei da oben holen wir uns. 910 Schaden machen wir. Ich bin dran. Ja, und der ist schon gleich weg vom Fenster. Dieser komische Destroyer. So stark scheint er wohl nicht zu sein. Was? Destroyer ist wieder ein Ganzes. Verarschen. Okay. Das Ding regeneriert sich von selbst. Oh Mann, aber was ist mit uns? Wir müssen das Ding mit einem Schlag zu Boden bringen. Ein Kampflinienangriff, der seine ganze Lebensenergie mit einem Schlag auslöscht. Das würde es zumindest umhauen. So sei es. Schließ dich uns an, Sterblicher. Hier habe ich die Möglichkeit, tatsächlich dann zwei Lanes voll zu bekommen. Jetzt wird erstmal der weggeballert. Ich finde das jetzt allerdings. Ja, gut, ist in Ordnung. So, jetzt muss ich gucken, dass ich auf einen Schlag genügend Schaden. 1890, das sollte wohl wirklich reichen, oder? 1890 sollte reichen. Gucken wir mal, was passiert. So. So, den haben wir jetzt tatsächlich, denke ich mal, zerstört. Und da haben wir jetzt einen neuen Effekt gesehen. Seht ihr das? Hier so eine um die Ecke Kombination. Du hast doch gesagt, er sei unbesiegbar. Doch. Und doch liegt er jetzt reglos am Boden. Das hält nicht ewig an. Wir müssen Asgard erreichen und zurückkehren, bevor er sich wieder erhebt. Wir behalten ihn im Auge. Geht nur. Ja, das Level haben wir geschafft. Jetzt gehen wir ins Menü. Das war jetzt Kapitel. Aus mit den Dämonen. Avengers Tower 4 bis 7. 2, 4 bis 7. Wie weit geht denn das hier? Das ist dann, da sind wir dann in Asgard, okay. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Marvel Battlelines. Mit mir dem gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.